Hätte uns mal vorher jemand gesagt, dass es einer der schwierigsten anzufliegenden Flughäfen der Welt ist, hätten wir uns vielleicht anders überlegt, aber wir sind ja gelandet. Wir sind angekommen und ja. Ja, ist ganz geil hier. Na, wollen wir, wa? Mhm. Oh Gott! Auch wenn wir ein bisschen Angst hatten, dass es relativ kalt sein wird. Wir haben es jetzt, glaube ich, um kurz nach 9 und es sind 17 Grad. Das ist relativ warm und spitze. Es ist sehr, sehr schön hier. Der Wind hat auch so ein bisschen nachgelassen im Gegensatz zu gestern. Ja, ein bisschen neckisch hier. Es gibt an diesem schöneren Ort Besseres zu tun, als die Drohne steigen zu lassen. Guten Morgen! Wolltest du noch einen doofen Spruch machen, Benni? Das ist jetzt deine Bühne. Hier bitte einen doofen Spruch. Auch heute haben wir wieder, oh mein Gott, Sonnenschein und blauen Himmel. Baden ist sehr anstrengend, weil das Wasser schon hart kalt ist. Aber Frühlingsinsel passt ganz gut. Ich würde sogar Frühsommerinsel sagen. Es gibt nichts zu meckern. Gestern haben wir uns ja den westlichsten Punkt der Insel angeguckt, vorgestern den östlichsten. Heute werden wir vielleicht mal in den Norden machen. Mal schauen. Schatz, die Ananas hast du echt gut ausgesucht. Die ist sehr lecker. Hier. Oh! Oh! Noch hart. Oh. Und nicht wieder so sehnsüchtig zurückgucken. Kann jetzt jemand schubsen gehen? Na nur aber. Ganz nett hier also. Es ist Zeit für eine Dröhnung.
lasse die anderen jetzt mal noch ein bisschen weiterlaufen. Da hinten geht's hoch. Und mache ein kleines Päuschen und einen ganz netten Ort. Guten Morgen. Heute sind wir ein bisschen früher aufgestanden. Und zum Glück ist es bewölkt. Denn wir fahren heute raus aufs Meer und gucken uns Pilotwale und Delfine an. Also hoffentlich. So, ab geht's aufs Whale-Watching Boat mit einem traditionellen Fischerboot. Früher wurden hier Thunfische und sonstige große Fische gefangen. Und jetzt geht's zum Glück zum Whale-Watching rauf. Von dort oben startet der Spotter. Früher wurden auch die fürs Whale-Watching benutzt. Heute. Danke dir. Heute nur fürs Watching. Auf geht's, da oben auf dem Berg sitzt der Spotter. Sobald er irgendwo ein Wal oder Delfine sind. Ja, ich bin der Spotter. Du bist der Wal. Nice. Nach vorne gestürmt, weil im Wasser eine Schildkröte rumschillt. Oh, jetzt ist sie weg. So, Whale-Watching reicht ja nicht. Also gucken wir uns jetzt noch die höchste Steilklippe Europas an. 580 Meter sind hoch. Bekannt für sein Balcony, für seinen Glasboden, auf dem man rauf kann. Ich freue mich schon. So schön fühlt sich das jetzt nicht an, hier drauf zu stehen. Hui, das ist ganz schön hoch. Wir sind jetzt in Camara del Lobos angekommen, machen ein kleines Päuschen hier. Hier, wo auch gerne Churchill ein Päuschen gemacht hat, wenn er mal hier war auf der Insel. Es soll ein sehr schönes Fischerdörfchen sein. Aber hier wird auch gezockt. Mal gucken, was... Ah, Karten werden hier gespielt. Und dahinter ist dann ein kleiner Leuchtturm. Guten Morgen. Heute mal aus den Wolken. Wir sind gerade auf dem Weg in den Feenwald. Ein Lorbeerwald, der unter UNESCO-Kulturerbe steht. Und auf dem Weg mussten wir mal kurz anhalten, um eine Timelapse zu machen, wie die Wolken hier den Berg runterkriechen. Ja, wir sind bei ungefähr, also nee, ziemlich genau, 1000 Höhenmetern, die wir wieder in nicht mal 10 Minuten gemacht haben. Nach 20 Minuten Umherirren haben wir es endlich geschafft und den Eingang zum Wanderweg gefunden. Jetzt geht's ab in den Märchenwald. Thank you.
wieder mal ein unbeschreiblich schöner Ort, also Zeit, die Drohne rauszuholen. Wir kriegen gerade gezeigt, wie das Nationalgetränk von Madeira zubereitet wird. Ah, all right. But no peel from the orange. No. All right. Und es wird gerührt, nicht geschüttelt. Yeah. Jetzt in Porto Moniz, wo es, wie ihr gerade gesehen habt, natürliche Pools in den bestimmten Lavasteinen gibt. Ja. Und wir hoffen jetzt auch gleich nochmal die Drohne auspacken zu können, um euch das Ganze noch von oben zu zeigen. Die beiden Männer müssen jetzt erstmal ausdiskutieren, ob sie wirklich baden gehen oder nicht. Wäre jetzt ein Poncha hier, dann könnten sie sich ein bisschen Mut antrinken. Und mit diesem wunderschönen Pool, natürlichen Vulkanpool, baden zu gehen. Mit dieser Aussicht. Das ist der elegante Weg. Zieh durch jetzt so. Hier gucken wir uns jetzt die Höhle von São Vicente an, hoffentlich, wenn sie noch offen haben, weil es schon 17 Uhr ist. Fast.
In dieser Höhle werden wir keine Stalagmiten oder Stalaktiten finden. Obwohl, was ist das denn da? Nicht nur Rotze. Weil das Vulkangestein ist und das enthält kein Kalzium, also können sich keine Neuformungen bilden. Als das Lava hier zusammen mit Gas Richtung Ozean floss, sind diese Tunnel entstanden. Aber war das denn noch Lava oder Magma? Das war ja noch in der Höhle. Durch das Licht der Lampen und manchmal auch durch Sonnenlicht werden die Pflanzen angeregt zu wachsen. Du kannst auch ganz schön sehen, dass wirklich genau vor den Pflanzen ist immer Grünes.